Hi Cuties und willkommen zurück zum Zusammenwachsen Mini-Let's Play. Ich weiß natürlich nicht, was in der letzten Folge passiert ist, deswegen spielen wir einfach normal weiter. Es schlafen die meisten. June schläft auf jeden Fall nicht, sie ist am Baden und sie hat Hunger und sie ist müde. Und ich glaube, sie muss arbeiten in 5 Stunden. Sie wurde noch nicht befördert, oder doch? Nee. Das heißt, sie sollte heute eigentlich befördert werden. Da bin ich gespannt, wie viel sie dann verdient. Ich hoffe, ein bisschen mehr als jetzt. Also 71 Simoleons pro Stunde ist eigentlich viel, aber sie arbeitet halt wenig. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir mindestens 100 verdienen die Stunde, aber ich glaube, das ist eher unrealistisch. Und die Badewanne ist kaputt. Also jede Folge ist hier irgendwas im Badezimmer kaputt. Oh no, Cashew muss pipi. Einmal bitten, das Geschäft zu erledigen. Lektion pelzig, Ray ist ein pelziger Hund. Stimmt! Ray ist ja älter geworden. Oh, ich glaube, Cashew musste nicht pipi. Und Ray ist komplett dreckig. Olivia, kannst du dich ganz kurz um Ray kümmern? Baden geht nicht? Ach, stimmt. Die Badewanne ist kaputt. Die ist noch nicht repariert. Die Toilette war auch kaputt? Ich kann das nicht mehr. June, du musst schlafen. Geh bitte schlafen. Wann wird nochmal Chloe älter? Heute? Oh, es wird heute älter. Traurig. Die Zeit wird knapp, weil über das Leben nachgedacht hat. Das Leben plätschert einfach so dahin und Celia hat das Gefühl, eine Menge nachholen zu müssen. Versuche ein paar Punkte von ihrer... Nein, jetzt ist es weg. Und verstopfte Nase. Krank? Die sind echt durchgehend krank. Ich glaube, wir haben auch keine Medizin mehr. Das heißt, wir müssen neue bestellen. Ich habe jetzt 5 Flaschen gekauft. Jetzt kann sie eine nehmen oder trinken. Und, ist sie wieder gesund? Ich hoffe. Yes. Nee, sie niest wieder. Aber da steht, die Erkältung wurde besiegt. Deswegen würde ich sagen, ist sie jetzt gesund. Und Sehnsucht nach dem Opus Magnum. Was sollen wir denn machen? Ist sie in einer Midlife-Crisis? Also das mit der Midlife-Crisis und so verstehe ich nicht so 100%. Aber gut. Wieso sind die überhaupt alle wach? Wieso schläft die nicht? Sie ist auch gar nicht ausgeschlafen. Sie muss aufs Klo. Dann lasse ich sie schnell... Oh, da ist aber jemand in der Badewanne. Wer ist das? Ist das Chloe? Olivia? Wieso hat sie da braune Haare. Ich verstehe das Spiel nicht. Heute ist das Erntefest. Ja, da können wir später vielleicht was kochen. Was müssen wir da machen? Dekorieren? Ja, das machen wir nicht. Feiertagszwerge und nee, ich finde die so nervig. Festtagsessen und Dankbarkeit. Ja, die letzten 2 Dinge können wir eigentlich machen. Oder ist schon der erste Zwerg direkt verkaufen? 310 Simoleons. Die Kacke können wir auch verkaufen. Für 1 Simoleon. Ach, weil heute das Erntefest ist, wird June nicht befördert, weil heute einfach keine Arbeit ist. Das ist ein bisschen schade, aber sie arbeitet morgen wieder, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Und sie möchte chatten. Mit wem? Oh, Elijah besucht uns. Ich wollte gerade sagen, ich finde es irgendwie cool, dass alle jetzt zu Hause sind und niemand zur Schule muss oder zur Arbeit muss. Weil jetzt kommt auch Elijah. Ich finde das richtig cool. Wir bitten ihn auf jeden Fall rein. Und June hat die maximale, was? Maximale Anzahl an Selbstfindungsmomenten zur Entwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen erreicht. Was heißt es? Was ist denn da los? Der hat ja 1000 Sachen hier. Das Wissen. Wegen Unternehmerfähigkeit. Sims mit diesem Merkmal erhalten eine höhere Bezahlung und andere Sims, mit denen sie plaudern, reagieren positiver. Verantwortlich, häuslich, aufgeschlossen, Angst vor dem Schwimmen, Versagensangst. June stellt sich ständig die Frage, ob sie überhaupt fähig ist. Sie hat Schwierigkeiten, Objekte hoher Qualität zu fertigen und sie müht sich bei der Arbeit ständig ab. Oh, das ist nicht so gut. Ich lasse mal Olivia und Celia ein bisschen schlafen, weil die sind sehr müde. Wie sieht es bei Chloe aus? Sieht gut aus und bei June auch. Wir können wieder Zwerge verkaufen. 275 und 51. Okay. Ich muss sagen, ich verstehe den Sinn hinter diesen Zwergen immer noch nicht. Nach 5 Jahren? Nee. Seit wann spiele ich Sims? Oh, seit 2016? Das sind 7 Jahre? Die Zeit fliegt. Es ist 15 Uhr. Ich würde jetzt Olivia oder Celia... Oh, da ist schon jemand wach. Olivia ist wach. Oh, sie ist wieder krank. Also eben war ja Celia krank, aber Olivia ist auch jede Folge krank. Medizin einmal nehmen und dann kann sie ruhig was kochen. Wir machen einen, ich würde sagen, einen Tofu-Truthahn. Ich muss los. Nein, Elijah, bleib. Nein. Bleib zum Essen. Super Geschwister. Von großartigen Beziehungen mit einem verbündeten Geschwisterkind, blutsverwandt oder nicht. Oh, das ist ja cute. Und Elijah ist arbeitslos. Das wusste ich gar nicht. Meint er nicht, der sucht sich einen Job? Krisenbewältigung. Die Midlife-Crisis von Celia ist vorüber. Ich habe eben geguckt, wo die Midlife-Crisis ist und ob sie eine hat. Und ich habe nichts gefunden. Ja, die Midlife-Crisis von Celia ist vorüber und sie durchlebt eine Rückbildungsphase, in der sie darüber nachdenkt, wer sie ist und wo sie im Leben steht. Nein, Elijah geht wieder. Wir können ihn nochmal aufhalten. Wann ist denn das Essen endlich fertig? Das dauert ja richtig lang. Endlich, das Essen ist fertig. Wir werden es hier auf den Tisch platzieren und einmal zum Essen rufen, zu Festmahl rufen. Ich hoffe, Elijah bleibt. Nee, er geht. Schade. Und Celia schläft? Nein.
Die schlafen. Oh, die essen sogar alle hier zusammen am Tisch. Oh, wie cool. Und jetzt geht auch die Sonne unter. Oh, wie schön. Ich hätte so gerne einen Garten. Jetzt könnte ich auch ein bisschen plaudern. Chloe wird angerufen. Möchtest du gerne so glücklich sein wie ich? Ja, spende einen Simoleon. Juno und Chloe sind soeben gute Freunde geworden. Das Essen können wir wieder wegräumen. Und... oh, Juno muss schlafen. Ich glaube, alle müssen schlafen. Ja, alle sind richtig müde. Nee, Celia ist nicht müde. Sie muss nur aufs Klo. Ich glaube es nicht. Sie ist wieder krank. Warum? Ist es, weil die älter sind? Medizin eingenommen und geschlafen. Das Erntefest ist vorbei. Der Feiertag Erntefest war ziemlich gut. Celia hat viele Dinge getan, die sie tun wollte, aber nicht alles. Nächstes Jahr möchte sie noch mehr machen. Oh no, ich glaube, sie wird noch ein Erntefest nicht mehr erleben. Es tut mir leid. Und June muss gleich zur Arbeit in 3 Stunden. Und Ray ist wieder dreckig. Nee, jetzt bleibt es auch dreckig. June muss in etwa 1 Stunde zur Arbeit. Wieso haben wir 900 Simoleons bekommen? Sie wurde befördert. Ja, June wurde befördert und ist jetzt mega Simfluencerin. Sie verdient 25 Simoleons mehr pro Stunde, also 96. Das kommt ja an die 100 ran. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten. Werbegeschenk. Keine Ahnung, was wir da bekommen haben. Aber wir haben auch 900 Simoleons bekommen. Ihre nächste Schicht beginnt am Freitag um 5.30 Uhr. Ja, das ist jetzt. Bewertung posten. Ich wollte sie eigentlich zur Arbeit schicken, aber ich glaube, ich würde sie von zu Hause arbeiten lassen. Mit einem befreundeten Sim über Nebentätigkeit reden. Nur das. Mehr nicht. Das kann doch nicht die Aufgabe sein. Das war's. Die Arbeit ist erledigt für heute. Ich glaube, sie kann auch nicht mehr befördert werden. Das ist die höchste Stufe. Als Mega-Simfluencerin erreicht June die Massen. Es wird Zeit, Deals auszuhandeln und das Geschäft auszuweiten. Vielleicht wäre es gut, ein paar Investoren zu finden. Und wie machen wir das? Ach, wahrscheinlich wieder mit so einem Geschäftsplan. Chloe ist älter geworden. Oh nein, Chloe. Ich habe ihren Geburtstag vergessen. Es tut mir leid. Aber sie ist auch laktoseintolerant. Elijah einfach auch. Und sie kriegt auf jeden Fall ein Bestreben mit Musik. Musikalisches Genie. Und sie hat den Abschluss. Es tut mir leid, Chloe. Ich hab's ganz vergessen. Ne, sie ist auch krank. Ich glaub's nicht. Wo ist die Medizin? Hier, eine Flasche. Nimm das, Chloe. Und dann kannst du dich auch direkt bewerben für einen Job. Und zwar... oh, ich glaube, da muss man erstmal Entertainer werden. Oh ja, Musikerin oder Komikerin kann sie da werden. Dann nehmen wir den Job an. Und sie arbeitet ab Montag. June hat jetzt einen Geschäftsplan entworfen. Und ich hoffe, der bringt uns jetzt ein bisschen mehr Geld. In der Höhle der Lamas erscheinen. Nee, würde ich noch nicht machen. Weil die Qualität ist hier einfach nur normal. Da würde ich dann das hier auswählen. Der Investor war ein bisschen beeindruckt. Ein bisschen ist auch gut. Und das schwache Lob hat June eine geringe Bezuschussung. Oh, okay. In Höhe von irgendwas. War auf jeden Fall mehr Geld als jetzt mal. Und ich würde sagen, sie verkauft einmal dieses Bild. Und wir legen die Staffelei in ihr Inventar. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen. June zieht aus. Irgendwie kann ich June nicht alleine umziehen lassen. Also ich kann den ganzen Haushalt umziehen lassen, aber sie kann den Haushalt nicht verlassen. Dann muss ich das einmal über den Weltenverwalten-Modus machen. Wir speichern. Ich wähle einmal June aus und wir nehmen auch ein bisschen Geld mit. Ich würde sagen, 15.000 ist vielleicht nicht schlecht. Keine Sims gewählt. Ach so, 9 Haushalt erstellen. Hä? Ich bin verwirrt. Ich glaube, das ist jetzt richtig. Und jetzt muss ich das einmal akzeptieren. Und wo ist June jetzt? Da. Dann wählen wir sie einmal aus und Haushalt auf ein Grundstück verschieben. Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und ich glaube, es wäre cool, wenn June hier hinzieht neben Elijah und Chi. Ich fände das irgendwie cool. Wochenmiete 500 Simoleons geht voll klar, glaube ich. Kaution 750 haben wir auch. Die Einrichtung würde ich jetzt nicht kaufen. Wir werden die Wohnung definitiv alleine einrichten und ich würde sagen, June zieht jetzt dahin. Grundstück planieren. Dann hat sie noch 14.250 Simoleons übrig und das geht klar. Und jetzt spielen wir mit June weiter. Ich kann es irgendwie nicht glauben. Wir haben Olivia und Celia verlassen und machen weiter mit June. Vergiss nicht, deine Miete rechtzeitig zu zahlen. Die müssen wir noch nicht bezahlen, oder? Nee. Das ist die erste eigene Wohnung von June und ich bin irgendwie auch stolz auf June. Ich weiß nicht. Das ist wie so ein eigenes Kind. Als wäre sie mein Kind und ich bin so eine stolze Mama und ich liebe June einfach. Ich würde jetzt erstmal nur die wichtigsten Sachen platzieren. Wie ein Bett, ein Badezimmer. Oh, oh, wir haben nur noch 1200 Simoleons. Aber ich glaube, ich habe so das Wichtigste platziert. Wir haben eine Küche, wir haben ein Badezimmer, wir haben ein Bett, ein Fernseher.
Fernseher und Computer wäre nicht schlecht. Und nein, wir könnten uns den günstigsten leisten für 800. Aber dann haben wir wirklich gar kein Geld mehr übrig. Wir haben jetzt echt nur 143 Simoleons übrig und wir brauchen noch eine Tür. Das ist echt gar nicht gut. Aber ich habe so das Wichtigste platziert. Ich habe gar keine unnötigen Sachen platziert, nur das Allerwichtigste. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, wieso wir jetzt kein Geld mehr übrig haben. Aber ich habe hier die Staffelei mitgenommen und ich glaube, sie muss ein bisschen malen. Ich würde auch gerne die Bilder hier irgendwo aufhängen. Irgendwie hatte ich die Bilder so ein bisschen schöner in Erinnerung. Können wir die Farbe vom Rahmen nicht ändern? Das ist ja auch toll. Wow! Super Bilder. Also sie muss jetzt auf jeden Fall malen. Aber ich mag die Möbel, die ich bis jetzt so platziert habe. Ich liebe auch diesen Holzton. Dieses kühle, dunkle Holz. Richtig schön. Gut, ich lasse sie ein bisschen fernsehen und dann kann sie malen. Okay, das war genug. Und dann malen wir ein. Wir können uns nicht mal ein großes Gemälde leisten. Ein mittelgroßes dann. Ach stimmt, wir können noch einen Geschäftsplan entwickeln, oder nicht? Also das letzte Mal hat so 700 oder 800 Simoleons eingebracht. Wird uns jetzt in dem Moment schon ein bisschen helfen. Das Gemälde können wir für 273 Simoleons verkaufen. Das machen wir dann auch ganz schnell. Und dann gucken wir uns den Geschäftsplan an. Qualität hervorragend. Dann kontaktieren wir wieder einen Investor auf dem Weg zum Ruhm. Ja, sie ist eine mega, wie nennen die das? Simfluencerin? Oh, 1400? Okay, das ist viel Geld. Das ist sehr viel Geld. Für einmal kurz an den PC setzen. Irgendwie hätte ich Lust auf ein Date mit Tetsu. Hier, sie ist jetzt eingeschlafen. Ich lasse sie ein bisschen schlafen. Ist ja erst 4 Uhr. Was passiert mit meiner Stimme? Meine Stimme gibt auf. Wir fragen mal Tetsu, ob er Lust hat. Um Verabredung bitten. Ich hoffe, er korbt uns nicht. Ey, meine Stimme gibt echt auf. Dadurch, dass Jun nach Evergreen Harbor gezogen ist, würde ich sagen, gucken wir uns mal die Bar da an. Was ist denn das denn? Gibt es hier keine Einzeltische? Interessante Bar. Dann lasse ich die mal am Tisch hier sitzen und plaudern. Tetsu möchte nicht. Okay. Jetzt kann ich ein bisschen plaudern. Ein Klopf-Klopf-Witz erzählen. Ist immer gut. Mit Verabredung witzeln. Heißt das Witze erzählen? Verabredung küssen? Das können wir natürlich auch machen. Bestellt ihr uns ein Getränk mit? Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist in Sims. Aber das wäre richtig cool. Das sind halt diese kleinen Details, die ich liebe. Nee, der hat sich einfach Chips bestellt. Wow. Es ist Ladies Night. Der perfekte Zeitpunkt, um einen Abend unter Mädels zu verbringen. Ja, ohne die Bank überfallen zu müssen. Okidoki. Verabredung küssen. Wir haben schon alles erledigt. Das ging ein bisschen sehr schnell. Und einmal küssen. Verabredung massieren. Ach, ich dachte, die sind fertig. Ich wollte eigentlich ein Getränk bestellen. Also massieren sehe ich hier leider nicht. Deswegen würde ich sagen, wir bestellen uns ein Getränk. Ladies Night Getränk bestellen. Wir nehmen einen River Blossom. Ja, was ist jetzt hier gar nicht umgezogen. Aber gut, zu einer Bar passt, glaube ich, auch dieses Outfit besser als irgendwie ein Kleid oder so. Aber ich mag ihre Outfits. Vor allem ihre Kleider. Aber das Outfit ist auch süß. Das habe ich einfach vergessen. Oh, wie cute sie aussieht. Richtig süßes Outfit. Ich liebe die beiden einfach zusammen. Wir haben jetzt sogar das mit der Massage geschafft und ich glaube, wir können die Verabredung beenden. Und wir haben jetzt wieder irgendeine Belohnung bekommen. Und ich würde sagen, Tetsu, tschüss. Oder Jun lädt ihn nach Hause ein. Das wäre auch eine Option. Es ist ja auch gar nicht so spät. Ich glaube, es war 10 oder so. Ja, 10, 11 ist dasselbe. Und rein da. Techtelmechtel mit Tetsu. Ich liebe das Apartment jetzt schon. Ich habe nur ein paar Sachen platziert. Aber ich liebe die Möbel. Oh, und es schneit gerade. Wie schön. Oh, ein Fitnessraum würde ich ja auch fühlen. Aber das lassen wir. Das mache ich dann irgendwann. Vielleicht wieder in einem Stream. Ich finde, glaube ich, einen Stream, wo ich das Apartment einrichte, wieder cool. Muss ich mir noch überlegen. Vielleicht streame ich auch auf YouTube. Damit ich das Video dann auch auf YouTube habe, auf meinem Kanal. Mal gucken. Ich muss es mir noch überlegen. Muss June arbeiten? Ja, in 5 Stunden. Freu dich überrascht wegen gutem Techtelmechtel. Dieses Techtelmechtel war einfach unvergesslich. Das ist anscheinend jedes Techtelmechtel mit Tetsu. Ich glaube, ich lasse June diesmal wieder von zu Hause arbeiten. Und der Chef von June ist zufrieden. 13 Simoleons? Wieso hat sie jetzt nur 13 Simoleons bekommen? Produktbewertung für ein seltenes Produkt erstellen. Ein seltenes Produkt? Führe die Interaktion seltenes Produkt bewerten an seltenen Sammelobjekten wie Kristallen, Deko-Eiern und so weiter aus. Muss sie jetzt graben gehen nach Kristallen? Was ist denn jetzt los? Ja, ich glaube, wir gehen graben. Ich weiß gar nicht, ob man den Kristall ausgraben kann. Also ich weiß, man kann irgendwelche Steine ausgraben. Ach, keine Ahnung. Wir versuchen es einfach. Das hier gibt mir ja ein bisschen so Easy-Peasy-Flashbacks. Wir haben sehr lange nichts mehr mit Easy Peasy gemacht. Das müssen wir ändern. Wir haben einfach direkt Kristalle
bekommen. Ja, das können wir auch bewerten. Okay, wir sind fertig. Wir können wieder nach Hause reisen. Ging jetzt doch schneller als gedacht. Der Kristall hier ist sogar schön. Ich würde ihn behalten. Boah, der ist aber riesig. Aber der ist schön. Dann seltenes Produkt bewerten. Und dann geht sie sofort an den PC. Und dann müssen wir das einfach nur hochladen. Und June ist fertig mit der Aufgabe. Und sie ist müde. Ich schicke sie mal schlafen. Und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.